der Dieb und der Zinnmeister. Eines Tages drang ein Dieb in die Hütte des Zinnmeisters Koyun ein. Geld her, oder ich werde dich töten, drohte er. Koyun erwiderte ruhig: Mein Geld ist da drüben in der Schublade. Nimm es dir. Aber vielleicht bist du so nett und lässt mir noch ein klein wenig übrig, da ich morgen noch etwas Reis einkaufen möchte. Der Dieb war zwar sehr erstaunt, nahm sich dann aber doch fast das ganze Geld. Als er schon an der Tür war, sagte Koyun: Wenn man etwas erhalten hat, sollte man sich auch dafür bedanken. Danke, erwiderte der Dieb kopfschüttelnd und verschwand. Wenig später wurde der Mann bei einem anderen Einbruch verhaftet. Und er gestand unter anderem, auch den Zen-Meister bestohlen zu haben, der daraufhin zur Polizeiwache gerufen wurde. Er hat auch euer Geld gestohlen, nicht wahr? Fragte der Polizist. Oh nein, er hat mir nichts gestohlen. Ich gab ihm das Geld. Und er bedankte sich dafür, sagte Koyun. Als der Mann seine wegen der anderen Vergehen verhängte Strafe verbüßt hatte, kam er zu Zen-Meister Koyun und bat darum, sein Schüler werden zu dürfen.